Sportunterricht in der 9. Klasse an der Realschule Mengen. Heute steht Balori-Training auf dem Stundenplan. Bei diesem Präventionskurs der Deutschen Kindersportakademie geht es um Balance und Orientierung. Nicht ganz einfach, findet Jana. Die größte Schwierigkeit? Die Beherrschung vom eigenen Körper, weil du lernst halt einfach ganz andere Sachen kennen über deinen Körper, wie der eigentlich so reagiert auf solche Übungen, die eigentlich gar nicht so einfach sind, wie sie aussieht. Im digitalen Zeitalter kommt die Bewegung bei Kindern und Jugendlichen oft zu kurz. Balori soll Koordination und Gleichgewicht von Kopf bis Fuß verbessern. Dafür kommen unter anderem diese speziellen Stäbe zum Einsatz, die Schüler auf ihren Handflächen balancieren. Eine Hilfestellung sind dann diese schwarzen Punkte, die man dann auf den Stäben auch noch findet, dass man einfach so einen Anhaltspunkt hat, wo man sagt, den verfolge ich jetzt, da konzentriere ich mich drauf und ich versuche letztendlich einfach so eine Übung dann mal wirklich 60 Sekunden fehlerfrei zu absolvieren. Seit dem Jahr 2015 bietet die Deutsche Kindersportakademie das Balori-Training in Sportvereinen, Unternehmen und Schulen an. Den Schülern aus Mengen im Landkreis Sigmaringen gefällt's. Also es ist cool, dass man da einfach so Koordination trainiert und also da sieht man eigentlich auch, dass so eigentlich einfache Übungen gar nicht so einfach sind. Na, es ist interessant, auf jeden Fall was Neues, was man jetzt hier im Sportunterricht macht. Es ist halt was anderes, wie wenn man irgendwie turnt an Stangen. Es geht mehr um Technisches, es geht mehr um Kopf als sonst körperlich. Macht echt viel mehr Spaß wie so ein normaler Sportunterricht. Vor allem Bein standen muss und dann mit dem Ball hin und her muss und auf eure Seite hochwerfen, wieder fangen. Das ist jetzt so einfach, sieht immer einfacher aus, aber ist doch jetzt so. Also ich finde, das ist anders wie der normale Sport, weil sonst springen wir über Kästen drüber oder balancieren auf Balken. Hier müssen wir wirklich unseren Kopf anstrengen und auch dabei der Sache bleiben, nicht so Tagträumereien. Was gibt's heute Mittagessen oder so? Ja, also ich finde das mit den Bälle ziemlich cool, weil man da einfach merkt, wie man sich konzentrieren muss und wie schwer das eigentlich ist. Auch bei den Sportlehrern kommt Balori gut an. 8 Einheiten à 60 Minuten sind bisher vorgesehen. Andreas Kronbach kann sich aber vorstellen, das Training dauerhaft zu integrieren. Also das wäre so meine Vorstellung, durchaus hier in der Schule etablieren, dass das wirklich zum festen Bestandteil des Sportunterrichts wird. Der Balori-Zirkel soll auch Rücken- und Gelenkbeschwerden vorbeugen. Eine wissenschaftliche Erfolgsmessung ist allerdings kaum möglich, da es vor allem um die Schulung koordinativer Fähigkeiten geht. Die sind letztendlich eine Art theoretisches Konstrukt, ja, das wir zwar irgendwie alle in uns tragen, aber die man jetzt eben nicht direkt beobachten kann. Was man natürlich jederzeit sehen kann, sind die Abläufe, die sich ökonomisieren, die sich effizienter gestalten. Die gesetzlichen Krankenkassen fördern den Präventionskurs mit bis zu 100%. Balori-Training ist bisher an rund einem Dutzend Schulen in den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg und Konstanz in den Sportunterricht integriert.